Jo Leute, Chef Strobel hier wieder am Start. Heute kam ein neues Update raus, nämlich der Dart Goblin. Das ist ein neues Update. Die neue Karte ist draußen mit der neuen Arena. Und ich habe mir überlegt, ich mache ein kleines Opening, dass wir den Dart Goblin vielleicht auf Level 7 bekommen. Das wäre echt der Traum. Und dann, dass wir vielleicht noch ein ganz kurzes Game machen, dass wir vielleicht ein Deck anschauen. Ich würde sagen, wir kaufen den gleich hier und öffnen dann die Riesenkisten. Die Riesentruhen, die Riesenkisten. Wollen wir mal schauen, wie oft wir den hier ziehen. Ich will ihn eigentlich nur auf Level 7 haben. So, Nixpunkt brauchen wir nicht. Infernturm brauchen wir auch nicht. Den Tesla brauchen wir auch nicht. Schlechte Kiste schon mal zum Start. Spiegel brauchen wir auch nicht. Da ist der Dart Goblin, den brauchen wir. Den Eisgeist, ja, das ist okay. Nochmal, über nochmal den Dart Goblin, das wäre extrem wichtig. Oh, die Barbarenhütte, ja, ist der Dart Goblin, sehr schön. Ja, den Minenwerfer brauchen wir auch nicht. So, nochmal 2065 Gold. Die Guards sind okay. Sehr schön, Dart Goblin und den Bomber. Und dann dafür nochmal eine Riesentruhe. Feuerball. Oh, Magier. Pfeile. Gut, noch eine öffne ich. Dann schaue ich mal, wie weit wir sind. 1700 Gold. Einmal der Baby Dragon. Sehr schön, wieder der Dart Goblin. Und 73 mal die Lakaien. Sehr schön. Gut, dann gucken wir einfach mal, auf welches Level wir den Dart Goblin bringen können. Level 2, 3, 4, 5, 6. Reicht es denn schon für Level 7? Ja, es reicht schon für Level 7. Perfekt. Wir haben ihn auf Level 7 und damit auf Turnierstandard. Das ist perfekt. Jetzt noch, was für ein Deck sollen wir denn spielen? Für was sollen wir den Dart Goblin einsetzen? Wollen wir einfach mal versuchen, den Dart Goblin für die Bogenschützen einzusetzen? Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Wir benutzen jetzt hier einfach mal den Dart Goblin für die Bogenschützen, ein Testgame mit meinem standardgemäßen Friedhof-Deck. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ich weiß es noch nicht, ich habe die Karte noch nicht ein einziges Mal gespielt, habe sie jetzt nur bei Trimax gesehen, auch bei anderen großen YouTubern. Ich selber habe die Karte noch nicht gespielt, good luck. Ich bin gespannt, wie wir das hinbekommen. Hier kommt der Dart Goblin ins Spiel. Bin ich mal gespannt. Der räumt das Feld auf, das ist ja mal geil. Oh, da kommt der Golem vom Gegner. Oh, gut, ein Kampfholz one-hitted den Dart Goblin. Das kann sich dann auch mal merken. Ein Kampfholz one-hitted den Dart Goblin. Sehr schön, gut. Wir wissen jetzt schon mal einiges. Oh, schlechte Bogenschützen vom Gegner. Das ist aber schon mal gut zu wissen. Das ist schon mal gut zu wissen, dass ein... Das wusste ich nicht. Also ich habe mir, wie gesagt, keine Infovideos jetzt über den Dart Goblin angeschaut. Deswegen war ich jetzt auch noch ein bisschen unwissend, was das angeht. Warten, warten, warten. Da kommt dann das hin. Hier kommt der Dart Goblin nochmal hin. Der sollte sich hier um den Megalakai kümmern können. Und dann... Oh, guckt euch mal diese Range an. Guckt euch diese Range an. Das ist ja nicht normal. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Wie geil war das denn? Der schießt hier um die halbe Map, um die Elite-Bahn zu killen. Okay. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Gefällt mir bis jetzt die Karte. Die Karte gefällt mir. Ich dachte ehrlich gesagt, ja, die Karte ist so ein Mittelmaß, aber jetzt gefällt sie mir echt richtig hart. Feuerball geht raus. Ja, da kommen wir sein Golem, alles klar. Wir pushen ihn zwar nicht aggressiv auf der anderen Seite, hätten wir jetzt eventuell machen können. Wir lassen es jetzt mal noch so. Guckt euch das an, der Dart Goblin kommt wieder. Oh, er überlebt nicht. Okay, er überlebt nicht. Jetzt muss ich hier auch mal ganz kurz schauen, wie ich das verteidige, ehrlich gesagt. Gut, da habt ihr auch gleich mal gesehen, ich habe den Dart Goblin nicht gut eingesetzt, ehrlich gesagt. Ja, macht da einen Split Push, das ist okay. Unsere Elite-Bahn kommt auch nochmal rein. Und man Zap. Und ja. Ich glaube, wir sollten das eigentlich nicht mehr aus der Hand geben. 20 Sekunden, er muss ja den Golem ganz vorne platzieren, wir setzen hier ein Graveyard. Das ist hier nochmal ein Grabstein. Hier nochmal Mega Minion.
Ja, Feuerball ist okay, kann man so werfen, aber der defensive Graveyard räumt da auf. Well played an den Gegner. Also der Dart Goblin gefällt mir bis jetzt. Oder der Blas. Das Blasrohrkobold. Ja, ich kann reden. Blasrohrkobold. Eine sehr, sehr geile Karte, gefällt mir. Ob die sich jetzt noch so viel mehr bewährt als die Bogenschützen, wird man sehen. Hat auf jeden Fall weniger Leben als die Bogenschützen. Ihr habt gesehen, ein Kampfholz hat den Dart Goblin gewone-hittet. Wenn ich ihn noch nicht gescheit einsetze, ich hätte ihn ein bisschen weiter nach rechts setzen sollen, finishen die Bogenschützen ihn ziemlich schnell. Aber ihr habt auch gesehen, wie weit er über die Map schießt, beziehungsweise wie weit er auf die Elite-Verband schießt. Und das ist extrem geil. Also ihr habt es schon mal gesehen, wie gut dieser Dart Goblin ist. Ich bin echt gespannt, was da noch für Decks kommen. Ihr habt auch gesehen, ich habe heute eine legendäre Truhe bekommen und eine epische Truhe. Die werde ich dann in einem anderen Video aufmachen und bis dahin haltet die Ohren steif. Ich bin dann erstmal weg in England. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf einen Vlog freuen mit meiner Freundin. Jungs, bis dahin, haut rein, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Chef Strobel.